Links sehen Sie hier aufgeführt die Klassen, die wir im Video zu Komponentenarten betrachtet hatten. Nicht ganz, wir hatten auch Textfield und TextArea betrachtet, aber wir hatten da schon gesagt, die beiden sind von TextComponent abgeleitet. Deshalb ist hier nur TextComponent aufgeführt. Alle Klassen, die wir hier sehen, sind von einer Klasse Component abgeleitet. Und das ist nicht das Einzige. Auch Klasse Frame ist indirekt von Component abgeleitet über eine Klasse Window. Window ist eine Klasse noch ohne Rahmen. Frame, wie der Name schon sagt, dann eine Klasse mit Rahmen. Und was uns noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten wird, ist, dass auch eine Klasse Container, die dafür da ist, eine Kollektion, eine Sammlung von Komponenten zu sein, dass die auch wieder eine Komponente ist. Das schauen wir uns alles jetzt in Ruhe an. Als erstes stellen wir fest, dass alle Methoden außer den Konstruktoren, die wir bei den einzelnen Komponentenarten gesehen haben, gar nicht in diesen Komponentenarten zum ersten Mal definiert sind, sondern die sind schon in Component, in dieser Basisklasse für alle diese Komponentenarten zumindest definiert, implementiert, teilweise in den abgeleiteten Klassen überschrieben, teilweise ererbt. Stimmt nicht ganz. Eine Methode, die wir schon gesehen haben, nämlich bei Klasse Frame, kommt erst bei Container hinzu, ist noch nicht in dieser Form in Klasse Component vorhanden. Das ist diese Methode Add, mit der wir in Fenstern immer Komponenten eingefügt haben. Window und Frame sind ja abgeleitet von Container, nicht direkt von Component, sodass also die Methode Add da ist. Das heißt, wir können also ein Fenster ohne oder mit Rahmen im Grunde verstehen als ein Container von Komponenten, von GUI-Komponenten. Und genau in diesen Container haben wir mit Methode Add immer Komponenten eingefügt. Und hier sehen Sie auch in diesem kleinen Beispiel schon, wie sinnvoll es ist, dass Container von Component abgeleitet ist, sodass Sie einen Container in einen anderen hineinstecken können. Das ist so ähnlich wie zum Beispiel Dateien und Verzeichnisse. Ein Verzeichnis kann Dateien enthalten, kann aber auch wiederum andere Verzeichnisse enthalten, die wiederum Dateien und Verzeichnisse enthalten können und so weiter und so fort. Analog dazu können Sie sich das mit den Containern hier vorstellen. Hier noch ein paar wichtige Methoden von Klasse Container, die wir teilweise schon kennen, teilweise noch nicht kennen. Paint ist schon für Klasse Component implementiert, ist aber hier für Container überschrieben. Paint für Container ruft Paint für alle Komponenten in diesem Container auf. Und zwar so mit solchen Koordinaten im jeweiligen Graphics-Objekt vorgesehen, dass die einzelnen Komponenten überlappungsfrei dargestellt werden. Diese Form von Methode Add kennen wir nicht, werden wir auch nicht weiter betrachten. Hier kann man zum Zeichnen, zum Darstellen der Komponente noch Informationen übergeben. Die überlappungsfreie Darstellung wird nicht von Container selber gemacht, sondern ist herausfaktorisiert in ein Interface, das eigens dafür da ist und das den Titel Layout Manager trägt. Damit werden wir uns noch intensiver hier befassen. Auch mit Validate werden wir uns gleich intensiver befassen. Wir müssen, wenn es eine Änderung im Container gegeben hat, diese Methode Validate wieder aufrufen, damit tatsächlich alles wieder nach dieser Änderung so dargestellt werden kann im Fenster, dass alles überlappungsfrei ist. Klasse Frame ist ja abgeleitet von Klasse Container, hat also eine Methode SetLayoutManager, um den Layout Manager zu setzen, der dafür sorgt, dass alle Komponenten in vernünftiger Form überlappungsfrei im Fenster dargestellt werden. Wir haben aber nie diese Methode SetLayoutManager verwendet, brauchen wir auch nicht, weil wenn wir diese Methode nie aufrufen, dann ist schon ein Layout Manager gesetzt, nämlich Border Layout. Wir werden gleich sehen auf der nächsten Folie, wie das aussieht, wenn wir Border Layout verwenden. Wenn wir die Methode Add ohne einen zweiten Parameter verwenden, also nicht diese Form, die Sie jetzt auf dieser Folie sehen, sondern die Form, die wir bisher verwendet haben, dann ist das gleichbedeutend mit Border Layout Center, wird also in die Mitte vom Border Layout rein platziert. Hier haben wir jetzt die zweite Form von der Methode Add verwendet, wo wir eine Zusatzinformation an den Layout Manager geben können. Und was das bedeutet, sehen wir auf der nächsten Folie.
So sieht eine Fensteraufteilung gemäß Klasse Border Layout aus. Eine sehr häufige Einteilung. Sie haben so etwas wie eine Kopfzeile, wo Sie typischerweise ein Menü drin haben, irgendwelche Anzeigen in der Fußzeile, irgendwelche Menüs oder ähnliches links, irgendwas ähnliches rechts. Und den eigentlichen Inhalt haben Sie in der Mitte. Eine sehr häufige Aufteilung von Fenstern. Und Sie können, wie wir es eben gesehen haben, mit Angabe des entsprechenden Bereichs dann beim Einfügen einer Komponente schon dafür festlegen, in welchem Bereich von diesen fünf diese Komponente platziert wird. Und dann wird Border Layout versuchen, diese Einteilung, die Koordinaten, die Grenzen so festzulegen, dass die Komponenten in vernünftiger Form dann angezeigt würden. Hier von links nach rechts in der Reihenfolge der Eingabe, hier von oben nach unten. Wenn in einem Bereich gar keine Komponente eingefügt wird, dann wird dieser ganze Bereich nicht angezeigt. Also, solange wir nur die erste Form der Methode add anwenden, wo alles implizit in den Bereich Center hinein eingefügt wird, werden die anderen vier Bereiche gar nicht angezeigt. Es wird nur Center ein Bereich ge gezeigt. Das heißt, Sie sehen nur einen Bereich. Sie nehmen gar nicht wahr, dass es da eine Aufteilung des Fensters in fünf Bereiche gibt. Hier sehen Sie nochmal unsere beiden Versionen von Methode Add im Vergleich. Es wurde nicht Set Layout Manager aufgerufen, das heißt, es ist immer noch Border Layout gesetzt. Das bedeutet, der erste Fall ist implizit derselbe wie der zweite Fall. In beiden Fällen wird die Komponente in den zentralen Bereich der Fensteraufteilung gesetzt. Man kann natürlich auch seine eigene Layout Manager Klasse implementieren, aber die Java Standard Bibliothek bietet eigentlich für alle gängigen Wünsche, was man so an Layout, an Platzierung der Komponenten haben will, jeweils Layout Manager. Hier sehen Sie ein paar ausgewählte Beispiele davon. Im systematischen Durchgang durch den Vorlesungsstoff in den entsprechenden Folien, die hier oben referenziert werden, wird das nochmal genauer diskutiert, beziehungsweise Sie können sich dann auch die entsprechenden Dokumentationen dieser Klassen ansehen. Eine Problematik, die wir bisher ausgelassen haben, sehen Sie hier. Der Layout Manager wird immer versuchen, alle Komponenten möglichst groß darzustellen, zumindest diejenigen, die in der Größe variabel sind, aber so, dass alles immer noch überlappungsfrei bleibt und dass alle Komponenten da platziert sind, wo sie gemäß Aufteilung des Fensters in Bereiche hinzuplatzieren sind. Der Layout Manager wird aber nicht automatisch aktiv, wenn wir irgendwelche Methoden im Fenster aufrufen, die potenziell jetzt zu Schwierigkeiten führen. Ja, wenn jetzt die Komponenten bestmöglich, größtmöglich dargestellt sind und wir fügen eine neue Komponente hinein oder so wie hier vielleicht, setzen die Schriftgröße bei einem Label beispielsweise größer als bisher, sodass das Label insgesamt größer dargestellt werden muss, dann wird das nicht mehr richtig funktionieren, dann wird das nicht ausreichen, dass jetzt versucht wird, irgendwo noch die neue Komponente mit Add hineinzudrücken ins Layout oder das Label einfach zu vergrößern. Ja, es wird dann zu Überlappungen oder anderen Unschönheiten kommen. Aus diesen Gründen ist es immer notwendig, nach solchen Operationen Validate aufzurufen. Erst durch eine solche Methode wird der Layout Manager tatsächlich in Aktion treten und er wird jetzt ein. Das kann durchaus sein, je nach Situation, dass er ein völliges Refresh des Bildes macht, dass er nimmt sich die alten Komponenten her und die neue Komponente, beziehungsweise die in ihrer Größe veränderte Komponente, und er stellt damit nochmal ein Gesamtbild her, unter der Maßgabe, dass jede Komponente natürlich in ihrem Bereich platziert wird, wo sie reingehört. Das, was wir bisher zu GUIs gesehen haben, in dem Video zu Threads und GUIs und in diesem Video, das kommt alles aus dem Package AWT in der Java Standard Bibliothek. AWT steht für Abstract Window Toolkit. Da wurden mal irgendwann die grundlegenden Funktionalitäten eingerichtet für GUIs und diese Funktionalitäten wurden dann im Laufe der Jahre nach und nach immer weiter erweitert, um dann zu dem Stand zu kommen, den Sie heute sehen. Man hat aber dann irgendwann bemerkt, das geht eigentlich nicht so richtig weiter damit. Denn das ursprüngliche Design von AWT ist nicht unbedingt tragfähig für alle möglichen Funktionalitäten, die man noch gerne zusätzlich einbauen möchte.
Irgendwann kommt man an die Grenze dieses Designs und man möchte auf keinen Fall ein Package aus der Java Standard Bibliothek grundsätzlich nochmal redesignen, denn Millionen von Programmen basieren darauf, dass dieses Package so designt ist, wie es nun mal ist. Aus diesen Gründen hat man sich dann irgendwann durchgerungen, einen drastischen Schritt vorwärts zu machen, das ganze Thema GUIs noch einmal völlig neu zu denken, noch mal völlig neu zu konzipieren. Das heißt konkret, ein ganz neues Package in die Java Standard Bibliothek zu integrieren, in dem alle diese weiteren Funktionalitäten dann von vornherein schon integriert sind, teilweise in Konkurrenz zu AWT, teilweise aufbauend auf AWT. Hier auf dieser Überblicksfolie sehen Sie, dass viele der Klassen, die Sie aus AWT schon kennengelernt haben, in diesem neuen Package-Thing noch einmal implementiert worden sind. Natürlich nicht exakt gleich implementiert worden sind, denn dann bräuchte man sie ja nicht. Aber so ähnlich und wie Sie sehen, angelehnt an die grundlegende Struktur in AWT. Ins Auge springt die Namenskonvention. In diesem neuen Package-Thing beginnen alle diese Klassen mit einem großen J noch zusätzlich vorneweg. Das heißt also, der Name, wie er in AWT ist, plus ein großes J vorneweg, ergibt dann den Namen, wie er in Swing ist. Sie sehen hier auch beispielsweise an dieser Stelle, dass man durchaus auf den Funktionalitäten von AWT aufbaut, zum Beispiel indem man davon ableitet. Sie sehen hier bei den Komponenten, bei den verschiedenen Komponentenarten eigentlich dieselbe Struktur wie bei AWT. Zum Beispiel hier, dass auch TextArea und TextField von TextComponent abgeleitet sind. Hier noch eine Kleinigkeit, dass die Liste jetzt generisch ist. Dieser Punkt hier unten links, JComponent erweitert Container aus AWT, der ist vielleicht nochmal interessant und wichtig zu wissen. Man würde ja vielleicht denken, es macht Sinn, von Component in AWT jetzt JComponent abzuleiten, so wie Sie darüber sehen, JFrame von Frame abgeleitet. Und auf der anderen Seite wissen Sie ja schon, dass Container von Component in AWT abgeleitet ist. Und es würde dann Sinn machen, eine JContainer-Klasse zu definieren, die dann halt von JComponent und Container abgeleitet ist. Aber leider gibt es keine Mehrfachvererbung auf Klassenebene in Java, aus guten Gründen, hatten wir schon diskutiert, sodass dieses eigentlich naheliegende, sinnvolle Design nicht möglich ist. Deshalb hat man sich dafür entschieden, ein weniger intuitives Design zu bauen. Ein eigentlich wirklich unschönes Design, was man eigentlich vermeiden sollte, was man an dieser Stelle aber nur mit großen Problemen hätte vermeiden können und hat sich dafür entschieden, JComponent nicht direkt von Component abzuleiten aus AWT, sondern von Container, sodass dann also die Funktionalität von Container gleich in JComponent mit drin ist. Das heißt also, diese Hierarchie aus Component und Container in AWT wurde nicht übernommen, sondern kollabiert in eine einzige Klasse JComponent. Hier in diesem Video, wie der Name schon sagt, geht es ja nur um das Gesamtbild. Die einzelnen Bestandteile von Swing schauen wir uns dann jetzt im nachfolgenden Video an.